So, liebe Leute, bei der Schlurk gibt es noch mehr als genug zu tun. Wir wollen uns aber heute mal wieder dem tierischen Content widmen. Ihr seht ja, wir haben da ein paar Meldungen, 23 Stück sind es an der Zahl, weil wir bei den Waschbären ein bisschen wenig getan haben in der letzten Zeit. Deswegen wollen wir heute erstmal gucken, wie wir da aufräumen und was es da alles Schönes zu entdecken gibt, ne? Also, hier, Gehege 5, mehrere Tiere leiden unter niedrigem Wohlbefinden vermutlich. Das Ganze ist jetzt natürlich mit dem roten Fluss bei Licht nicht ganz so attraktiv. Deswegen würde ich sagen, machen wir erstmal die richtige Stimmung, bevor wir uns um das Wohl der Tiere kümmern. Erstmal, genau, das richtige Flair schaffen, ne? Jawohl. 20.45 Uhr, die beste Uhrzeit für Twilight hier im Spiel. Wir gucken jetzt einfach mal, was los ist und vor allen Dingen, wie voll es hier ist, ne? Müsste es ja überall wimmeln vor Waschbären. Da geht's schon los. Nummer 1, Nummer 2... Wahrscheinlich gab es gerade Futter und die sind alle hier drüben, ne? Ja, hahaha. Da sind sie alle. So. Erstmal würde ich sagen, gucken wir mal, was hier los ist. Räumen mal den Bestand auf. Wir holen uns nochmal in Erinnerung, wie das so mit Gruppengröße und so weiter ausschaut. Wir gehen nochmal hier in die Zivilopädie. Gottes Willen, ich habe zu viel Civilization in der letzten Zeit gezockt. Wir gehen in die Supedia. Jetzt habe ich mich aber selbst erwischt. Eieieiei. Also. Wo sind wir? Hier, Artendaten. 2 bis 5 Tiere, 2 Männchen bis zu 3 Weibchen, ne? Da ist das Ganze uns ein bisschen ausgeartet. Wir gehen mal in die Tierliste rein. Und sehen hier, guck mal, wir haben ein paar. Die sind erstmal alt und zudem auch nicht unbedingt sonderlich attraktiv. Die kommen jetzt mal alle in den Schnellhandel, oder? Jawohl. So, da kommen nämlich auch schon die Aktivisten. Das müssen wir ganz schnell unterbinden. Dann nehmen wir hier die Bronzetiere auch raus. Jawohl. Auch in den Schnellhandel. Dann sollte das doch gleich ein bisschen besser werden mit der Laune. Hier ist nochmal wenig Attraktivität. Und da wir genug goldene Tiere haben, auch schon hier ein Zuchtpaar, reduzieren wir einfach nochmal weiter, ne? So, jetzt wird's schon besser. Und die sind mittlerweile auch alle erwachsen hier. Dann können wir doch mal weiter ran. Und dann sind wir die Aktivisten wahrscheinlich auch gleich wieder los. Was ist denn hier noch? Hier ist Strom kaputt. Ah ja, gut, okay. Techniker muss mal kommen. Hier fehlt Strom, das ist natürlich klar. Ticketpreise sind vollkommen egal. Restaurant, lange ohne Verkäufer. Okay, da ändern wir schnell was dran. Liegt aber auch daran, dass kein Strom da war, ne? Also gehen wir zurück zu den Waschbären. Und ja, wo ich das hier gerade sehe, Skunk, das wird das nächste Gehege werden. Und deswegen jetzt schon mal mein Aufruf an euch. Lasst euch was einfallen, schreibt es mir in die Kommentare. Ich will dann bald mit dem Bau anfangen, ne? Also jede Idee, die jetzt kommt, ist eine, die wunderbar berücksichtigt werden könnte. So, jetzt ist schon mal ein bisschen ruhiger hier drin. Wir haben keine Tiermeldung mehr. Und jetzt, guck mal, rappelt irgendwo die Futterbox. Und wir schauen doch einfach mal, ob wir irgendjemanden erwischen hier. Lauern mal so ein bisschen. Vielleicht machen wir es ein klein bisschen heller, oder? Ist doch eigentlich auch schönes Twilight, oder? Ja, passt auch. So, 20.30 Uhr hier hinten. Ist ein bisschen Action, aber nicht viel. Wir folgen jetzt einfach mal und gucken uns die Tiere mal an, oder? Die Animationen haben wir ja auch noch nicht gesehen. Deswegen gehen wir einfach mal mit der Kamera so ein bisschen hinterher, ne? So, hier geht's Richtung Schlafplatz. Der Kürbis hier lädt ein zum Verweilen. So, bisschen hakelig, ne, wenn es hier so über so harte Kanten geht, aber trotz allem sind die Animationen doch immer wieder super gemacht, ne? Und nu? Willst du pennen, hä? Du willst pennen, ich seh's doch. Das Gras schwebt ja auch noch so ein bisschen. Verbessert diese Blätterschüttung. So, gute Nacht und wir machen mal ein bisschen Licht an, ne? Damit du gut schlafen kannst und keine Albträume hast.
Oh. Nee, ist das süß. Oh, da ist jemand richtig müde. Seht ihr es? Ist natürlich die Frage, wie lange das geht. Ich wäre gerne noch dabei, wenn unser Waschbär wieder aufwacht. Aber ich glaube, das wäre jetzt einfach ein bisschen zu lange, darauf zu warten. Insofern. Ja, suchen wir uns jetzt mal ein anderes Opfer. Für die Beobachtung. So, wir gehen mal hier den Weg lang. Hier ist kein Futter zurzeit. Da haben wir doch was. Das war doch hoffentlich jetzt keine Verpaarung, oder? Hier, passt mal auf. Da machen wir jetzt einfach mal was gegen, nur damit wir was erleben, ne? Jackson, los geht's. Kommt, wir wissen doch, wie ihr drauf seid, ne? Das haben wir ja schon gesehen in der Vergangenheit. Wir gucken jetzt nochmal. Ja. So, Männchen haben wir genug hier. Einer darf. Wir gucken jetzt einfach mal kurz im Pausenmodus, ob er dann ein Weibchen hat, mit dem das Ganze Sinn macht. Da gehen wir nochmal auf das Zuchtbuch. So. Hier sehen wir erst nochmal Größengen, Langlebigkeitsgen. Er ist trotzdem golden, obwohl das hier nicht so perfekt ist. Nachwuchs hat er schon einiges, ja. Die Eltern sind auch bekannt. Viele, viele Geschwister. Ach du Schreckner, wir hatten halt nur ein Pärchen hier. Also, Stammbaum haben wir gecheckt. Jetzt gehen wir mal zum Partnervergleich. Und da haben wir einmal Inzucht. Das wollen wir nicht. Und nochmal Inzucht. Das wollen wir auch nicht. Brauchen wir also noch ein neues Weibchen. Gehen wir nochmal in den Tierhandel. Ach, und nehmen einfach mal sie hier. Und heute mal ohne Quarantäne. Das wird schon gut gehen. So. Mein Handelszentrum befindet sich wo? Hatten wir das hier oder auf der anderen Seite? Werkstatt. Technik. Kein Handelszentrum. Hier sind nur die Läden. Hier ist es. So, und da wartet noch Jakonda. Auf. Was ist hier los? Haben wir hier Stau? Das ist nicht gut. Das könnte daran liegen, dass dieser Weg hier zusammengeführt wird. Von 2 4 Meter breiten auf 1 4 Meter breiten. Das kann durchaus Probleme machen, wie das hier scheint. So, hier. Gehen wir, wenn wir gerade da sind, Entschuldigung, einmal mit dem kurzen Gras drüber. Jetzt habe ich es irgendwie verpasst, oder? Ja, Tier ist abgeholt, Tier ist unterwegs. Da rennt die Box. Okay. Folgen wir doch mal. Alle weg da. Wichtiger Tiertransport, genau. So, und der Fokus liegt hier. Auf unserem einzigen gebärfähigen Weibchen. Und dann wollen wir doch mal gucken, wann es losgeht, ne? Wann die beiden sich riechen. Das kann ja nicht arg lang dauern, ne? Die wollen es doch beide und sie müssen doch das Gehege bevölkern. Das ist doch der Auftrag hier. Und guck mal, die Blumen hier, wie schön. Ja, erstmal ein bisschen hier rumschauen, gucken, was dich erwartet. Mal den Kerl suchen. Aus der Perspektive haben wir das Gehege auch noch nicht gesehen bisher, ne?
in die Augen. Das ist auch einfach nur cool, oder? Gehst du baden? Nein. Du bist ganz verzweifelt. Du suchst deinen Mann, oder? Da ist er nicht. Nein. Der pennt noch, hä? Doch schwimmen? Jawohl. Ich würde mal fast sagen, wir gehen jetzt mal auf ein bisschen schöneres Licht hier. Wir gehen mal volle Kanone so auf 16.30 Uhr. Jetzt ist natürlich der Fluss ein bisschen rot. Nun ja. Es sind halt Waschbären mit ihrem Jagdverhalten. Ist der Fluss halt auch mal rot. So. Ja, hast du was geschnuppert? Hast du was erspürt? Ja. Das ist goldig, oder? So, junge Frau, müssen wir zu deinem Glück helfen, oder? Bei dem Licht können wir auch die Baulampe ausschalten. Wo ist denn jetzt der Kerl, hm? Wir wollen doch Nachwuchs. Gehen wir mal suchen. Helfen wir dir mal. So, da sind sie alle. Wer davon ist jetzt der Kerl? Entschuldigung, hier müssen wir hin. Da ist sie und er pennt tatsächlich da hinten noch. Ja, er hat noch ein paar Träume. Vielleicht wacht er gerade auf. Nee, ne? Na, nächster Versuch. Nochmal rumdrehen. Nein, wunderbar. Wir sind wach. Und es kann losgehen. Gestärkt für den Einsatz. Und weiter geht's. Jetzt aber schnell. Sie wartet, genau. Ist ein bisschen verkratzt, oder hier? An der Seite. Was hast du denn gemacht? Hast du Flöhe gehabt? Da, da, da. Guck mal, präsentieren, oder? Ist sie's? Gucken wir mal. Nein, sie ist es gar nicht. Schauen wir mal, wann und wo sich die beiden treffen. Guck mal hier oben. War auch irgendeine Interaktion gerade. Da hat sie gedacht, sie könnte, aber er kann nicht. Also, mal gucken, wann und wie sich die beiden treffen. Vielleicht beschleunigen wir das mal ein bisschen. Und behalten die beiden mal im Auge. Ja. Die Richtung stimmt. Jetzt gehen wir mal gucken, ob hier irgendwas passiert. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich nicht hier auf der Rampe. Ah ja, sie holt ihn ab und sagt, hier komm, zu dir oder zu mir. Das haben wir schon geklärt, es geht zu mir. No. Ah, jetzt bitte nicht, jetzt legt sie sich hin und pennt. Das kann jetzt nicht wahr sein. Oder bereitet sie nur das Bett vor? Das funkt doch ganz heftig, oder? Das seht ihr doch auch. Nee, ey. Nicht davor pennen, danach pennen.
Jetzt schläft er schon wieder, ich werde bekloppt. So nah waren sie noch nicht einmal beieinander und er legt sich hin und pennt. Also, wir geben nochmal Gas. Ach, wird nochmal der Platz gewechselt, da schläft sich's besser. Moment, jetzt habe ich die Geschwindigkeit aus dem Blick verloren. Wir sind gerade auf ganz schnell. So. Wir gucken nochmal beim Futter rein. Vielleicht muss ja erstmal was gegessen werden. Hier ist er oder ist sie das? Er ist es, oder? Ja, da ist er. Was ist mit dir? Du bist satt? Okay. Also jetzt haben die letzte Zeit so viele Kinder zur Welt gebracht. Wir beschleunigen das jetzt tatsächlich nochmal, würde ich sagen. Mit einem weiteren Weibchen. Und nicht mit dem. Ja, mit dem halt. Okay. Und wen haben wir noch? Sie darf auch. Auch wenn das hier jetzt ein bisschen voll wird. Dann müssen wir nochmal gucken, wen wir rausschmeißen. Okay, wo seid ihr? Hier und da. Also zwingen können wir sie nicht zu ihrem Glück. Das ist leider schade. Guckt mal hier. Schön, wie die sich gegenseitig hier die Flöhe aus dem Fell lecken, oder? Oder putzen die sich? Was machen die denn da? Ah, die Box ist doof, genau. Guckt mal. Die Interaktion, die ist ja wieder mega, oder? Das kann man nicht anders sagen. Gut, steht noch jemand dabei, wie bestellt und nicht abgeholt. Aber ja. Also ist die Frage, kriegen wir das heute noch zu sehen mit der Verpaarung, ja oder nein? Aktuell sieht es noch nicht ganz so gut aus. Checken wir nochmal. Hier hinten, das ist Jackson, glaube ich. Jawohl. Er will noch nicht so richtig. Ja, jetzt hat er zwei Weibchen. Drei Weibchen hat er. Muss ich jetzt mal entscheiden. Also, wir geben nochmal Gas. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Ich mache nochmal einen Gang schneller. Er hat nur eins im Kopf. Er ist aber ein faules Stück. Der hat auch gar nicht verstanden, was seine Aufgabe ist hier im Zoo. Er hatte schon Vorgänger, die haben das besser gekonnt, oder? Hat er da eine? Auch wieder keine Paarung? Nein. So. Bleibst du hier, Jackson? Jetzt habe ich dich aus dem Auge verloren. Der Punkt geht an dich. Ja, also wir warten jetzt nochmal die halbe Minute ab hier, bis es soweit ist. Bis wir 20 Minuten haben und dann würde ich sagen, vertagen wir das Projekt nochmal. Aber hier, das hat er verstanden wenigstens, ne? Ganz so dumm ist er nicht, das muss man ihm lassen. Noch eine Runde? Nö. Also mein lieber Jackson, das war deine Chance gewesen. Drei Mädels hast du hier, keins davon willst du. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll.
Das sind so schöne Mädels, die ich dir da gesucht habe. Und du verstehst es einfach nicht, ne? Fressen, schlafen, das ist deins. Aber die Mädels, das hast du noch nicht kapiert. Da müssen wir nochmal drüber reden, mein Lieber. Ne? Aber das klappt, ne? Fressen, bis der Wanst voll ist. Also, Satz mit X. Ich habe gedacht, wir würden das heute hier mal ein bisschen zu sehen bekommen. Zumal ja das letzte Mal wirklich diese Verpaarungsmeldungen Schlag auf Schlag gingen. Aber nicht mit Jackson. Da haben wir die Rechnung ohne den Herrn gemacht. Also, mein Lieber, so wird das nichts. Wir gucken noch ein andermal. Wir sammeln Ideen für die Skunke. Vielleicht gucken wir zwischendrin nochmal hier bei den Waschbären rein. Und dann geht's irgendwie, irgendwo mit beim nächsten Mal weiter. Und das ist ja wohl das allerbeste Schlusswort hier. Noch besseres Statement konntest du zum Ende nicht abgeben, ne? Du lässt einen auf das, was ich von dir will. Jawohl. Also, ich sag an dieser Stelle Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat's trotzdem gefallen, auch wenn wir nicht das gesehen haben, was ich zeigen wollte. Aber gut, wir haben ja noch ein paar Chancen. Bis dann, euer Matze.